Willkommen zurück bei Dark Souls 3. Und muss sagen, oh fuck, ich hab Mana. Hätte ich mal auffüllen sollen. Egal. Muss sagen, der Boss ist machbar. Was mich aber... Ja, wobei, der ist nicht so übel. Also, wenn man das mit dem Drachen vergleicht, oder dem Nameless King, dann ist der okay. Was man leider auch sagen muss, ist, dass PvP in diesem Spiel einfach nicht gut funktioniert, nicht gut umgesetzt ist. Denn jedes Mal, wenn ich eine Invasion starte, treffe ich auf einen Spieler, der New Game Plus ist. Und schon, was weiß ich für Stats hat, ja? Help! Nein! Ich bin doch weg gewesen. Ich, also ohne Scheiß. Oh mein Gott! Wenn man einmal versucht, gegen den zu heilen, wird man direkt in eine Art Unterbrechungskombo geschickt. Und der einen dann immer verkloppt, wenn man sich gerade heilen will. Und zwar jedes Mal. Ich wollte eigentlich auch wieder eine Glut nehmen. Aber das habe ich schon wieder vergessen, als ich da reingerannt bin. Es könnte eine blöde Idee sein, jetzt jedes Mal eine Glut zu nehmen, bevor ich da reinrenne, aber... Oh, komm schon! Verpiss dich. Braver Junge. So. Warum? Kann man den Bruder vorher töten? Kann man den vorher erschießen mit einem Pfeil oder was auch immer? Das werde ich jetzt ausprobieren. Der geht mir so hart auf den Sack, der Typ. Habe ich noch Pfeile? Bitte sag mir, ich habe noch Pfeile. Ja, ein paar Holzpfeile. Wenn das klappt, erschieße ich diesen Spacken Hurensohn mit seinem "This spot marks your grave. You can rest here too if you want."
Not even kidding. Und wie schwer bin ich? 60 ist annehmbar. Boah, dass der mich aber auch jedes Mal trifft. Na, rennt ihr mal ruhig wieder weg. Nope. Kann man nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ich hätte weg müssen sollen. Fuck it. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Ich muss mir echt angewöhnen, wenn er diesen Holy Sword Shit machen will, dass ich dann nicht trinken darf, sondern erst danach. Ich weiß nicht, warum ich mich gegen den so schwer tue. Ja, vermutlich, weil der wieder endlos Damage raushaut. Oh mein Gott! Ändern die Taktik. Ich will mehr physische Abwehr. Ich glaube, ich ziehe mal wieder die Sachen der Untotenlegion an und danach gucken wir mal weiter. Ich kann sogar noch bessere Sachen tragen. Die da kann ich nicht anziehen. Nordland. Moment, wie viele habe ich? 10. Theoretisch könnte ich so da reingehen. Ich kann auch die Rüstung des Gefallenen anziehen. Die hat nochmal physische. Oder. Feuerhexe. Alles klar. Feuerhexe plus. Und Totenlegion. Gib ihm. Oh fuck. Oh fuck. Now!
Au, warum hast du mich jetzt gehittet? Okay. Jo. Och, komm schon. What the fuck, man? Holy shit. Nein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich halt aber ein bisschen besser aus, habe ich das Gefühl, also. Sieht zwar absolut lächerlich gerade aus. Was haben die da überhaupt auf dem Rücken? Ist das eine Kapuze? Eine runtergeklappte Kapuze oder was soll das darstellen? Whatever. So ist brav, Freunde. Ja, genau. Bleibt mal da draußen. Oh, Witzbold. So. Warum? Keinen ersichtlichen Grund. So einen Angriff zu machen. Jawohl. Stagger it, bitch. To death. So. Den jedes Mal nicht gebacken bekommen ist. So bitter. Nein! Oh Gott! Ja, hab ich den einen? Den einen. Oh, dear brother.
Ich habe das Gefühl, das hätte ich nicht tun dürfen. Oh mein Gott, ich muss den Alten erst down machen. Okay, ergibt irgendwie Sinn. Fuck me. Oh nein. Was? Ich war weg, ich war weg, ich war weg, ich war safe weg. Oh mein Gott. Okay, ich... Was das? Was das? Bitte sag mir, das war's! Fuck you! Fuck you! Yes! Among the accursed. Yes! Du mieser Hurensohn. Oh Gott sei Dank. Woohoo! Erstmal Fenster zu machen. Ich möchte echt nicht wissen, was mein Nachbar von mir denkt. Vor allem, das Geilste ist ja, er hat quasi sein Bad direkt gegenüber von mir. Ich will nicht wissen, was der denkt, wenn der auf dem Klo sitzt. Was ich hier für eine Scheiße mache. Ah! Er ist down. Er ist down. Erstmal wieder was Seriöses anziehen. Da. So. Leuchtfeuer entzünden. Auf zum Schreien. Wobei, das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein.